Hallo, hier ist der Thomas vom Kanal der Elektrotechniker. Heute wieder mal von einer unserer PV-Anlagen und ich wollte euch heute mal hier eine Anlage zeigen, die ein sogenanntes separates Niederspannungsnetz zur Verfügung hat. Und damit ergeben sich ein paar Besonderheiten für die Zentralwechselrichter. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ja, vorweg, wir haben hier eine PV-Anlage mit 11 Megawatt Peak installierter DC-Leistung. Wir haben hier diverse Windparks noch ringsherum. Und ja, das macht sie natürlich sehr gut. Die Windräder, die liefern uns hier immer frische Luft für unsere Module. Entsprechend haben wir hier immer super Wirkungsgrade. Kleiner Spaß am Rande. Nein, bietet sich ganz einfach hier an, weil wir haben hier ein relativ großes Umspannwerk in der Nähe. Und entsprechend hat man da hier auch noch eine ganze Menge Windparks einfach dazugestellt. Und ja, einfach eine schöne Sache anzusehen in Bezug auf die Energiewende. So, jetzt gehen wir mal in einen Zentralwechselrichter und gucken uns mal die Situation an. So, dann gehen wir mal rein in die heiligen Hallen. Und wir kennen das ja aus anderen Videos bereits, dass wir normalerweise jetzt hier an der Stelle auf diesem Holzregalchen eine USV vorfinden. Das ist jetzt halt hier nicht so, denn hier, wie gesagt, haben wir jetzt ein separates Niederspannungsnetz. Das ist hier dieses dicke Kabel. Und warum haben wir hier eigentlich ein Niederspannungsnetz? Naja, weil wir hier in unmittelbarer Nähe, sage ich mal, eben eine kleine Örtlichkeit haben, die uns das Ganze eben überhaupt erst ermöglicht hat, hier so ein Niederspannungsnetz aufzuziehen. In der Regel ist es eben nicht so, weil die PV-Anlagen wirklich weit, weit in der Pampa stehen. Hier hat sich das angeboten und dann haben wir das entsprechend so gemacht. Das ist hier also ein ganz normales Y, also NRYY, 4x35 Quadrat, wird immer in Erde abgezweigt. Das heißt, wir haben von Station zu Station, da hinten ist die nächste, von Station zu Station Kabel und immer unmittelbarer Umgebung der Station wird dann unterirdisch abgezweigt mit einer Muffe sozusagen, mit einem T-Stück, und so dass in jede Station ein dickes Kabel reinkommt und wird entsprechend dann hier ganz normal aufgeswitcht, dann nochmal aufgetrennt wieder auf TNCS-Netz dann. FI ist klar für die entsprechende Stationssteckdose und natürlich dann interessant hier die beiden Abgänge zu den Wechselrichtern. Das kennen wir ja aus anderen Videos jetzt mittlerweile eben, dass eben diese Wechselrichter ja mal 230 Volt Spannung benötigen, um letzten Endes dann die verschiedenen Steuerspannungen für die ganze Elektronik hier herstellen zu können. Und das ist also hier gegeben, wie gesagt, mit diesem Niederspannungsnetz. Und hätten wir jetzt im 20 kV Einspeisenetz eben einen kurzen Netzwackler, hätten wir also hier eben sichergestellt, dass die Wechselrichter eben noch kurze Zeit weiter speisen können, weil eben dieses Niederspannungsnetz eben ein ganz anderes Netz an der Stelle jetzt hier ist. Das ist also der Vorteil an der Sache oder an der Stelle. Und natürlich von den Einsparungen her, wird man da also nichts gespart haben. Also die Installation eines Niederspannungsnetzes ist mit Sicherheit um ein Vielfaches teurer als die Installation einer USV. Trotzdem ist es schöner, das ist auch also Thema für die Wartung jetzt hier. Also wenn man hier Wartung macht, hat man also eben immer auch die Stationssteckdose zur Verfügung, eben durch dieses separate Netz. Und das ist also auch einer der Vorteile. So, jetzt haben wir hier bei diesen Stationen auf diesem Park noch eine wunderbare, ja, in Anführungsstrichen wunderbare Besonderheit, und die sehen wir hier in diesem NH-Sicherungsschrank. Den Schrank kennen wir ja so, das sieht jetzt hier an der Stelle ein kleines bisschen anders aus. Hier sind auch andere Sicherungstypen verbaut, hier nicht von Sieber, sondern von EFEN, Kregflink 160 Ampere Sicherungen, sieht hier ein bisschen anders aus, und interessant an der Stelle sind jetzt nochmal hier diese beiden DC-Schütze, und das ist also wie gesagt die Besonderheit. Das handelt sich hier also um eine sogenannte Master-Slave-Schaltung, und ich erkläre das jetzt mal, was es damit auf sich hat. Also wir wissen ja, wir haben hier 8 mal Plus, 8 mal Minus für einen Wechselrichter
Und hier war wieder 8-mal Plus, 8-mal Minus für den zweiten Wechselrichter. Jeder Wechselrichter hat dann eine Plus-Minus-Sammelschiene, die dann sozusagen in den jeweiligen Wechselrichter geht, auf das DC-Schütz und dann weiter. So, diese beiden Schütze dort oben haben jetzt die Verbindung. Das sieht man jetzt am besten, ja hier, genau, das ist jetzt sozusagen einmal Plus, einmal Minus, geht einmal dort hoch auf die Schütze und abgehend von den Schützen geht es dann runter zu einem wieder anderen Wechselrichter. Das heißt, wir haben dieser Bereich geht auf einen Wechselrichter, der Bereich auf den zweiten Wechselrichter. Wenn diese Schütze geschlossen sind, haben wir eine Verbindung von diesem zweiten Wechselrichter, also von diesem Generatorteil, hier oben rüber zum ersten Teil. So, und jetzt erkläre ich das mal, wieso, weshalb, warum. Wenn wir beispielsweise, also Master-Slave-Schaltung bedeutet Folgendes. Ein Wechselrichter ist jetzt der Master und einer ist der Slave. Wenn beispielsweise wir die Konstellation haben, dass relativ wenig PV-Leistung vom Generator anliegt, beispielsweise bei Bewölkung, also bei schlechtem Wetter ganz einfach, oder aber auch in den Morgenstunden, wenn einfach die Sonne erst aufgeht, also relativ früh, oder auch abends, ja, das sind das eben diese speziellen Zeiten. Dann ist das halt so, dass man bei diesen Wechselrichtern dann eine sogenannte Schwelle einstellen kann. Und wenn diese Schwelle quasi unterschritten wird, also eine Schwelle bezogen auf die PV-Leistung, dann würden diese beiden Schütze zumachen, plus minus, und die gesamte PV-Leistung von beiden Generatorteilen würde dann auf einen Wechselrichter geliefert werden, auf den Master-Wechselrichter, und der Slave-Wechselrichter würde komplett weggeschaltet werden. Ja? Sodass im Prinzip dann, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt hier 3.500 Module haben auf dem Teil und 3.500 Module auf dem Teil, würden dann also alle 7.000 Module auf diesen einen Wechselrichter gelegt werden. Das hat den Vorteil, dass eben nur ein Wechselrichter läuft. Das ist der erste Vorteil. Verschleiß ist also da mal so ein wichtiger Punkt, wobei natürlich wir wirklich im ganz entspannten Bereich sind. Also wir verschleißen jetzt deswegen den zweiten Wechselrichter nicht so viel weniger, nur weil der jetzt nicht läuft, weil ganz einfach das so ist, ein Wechselrichter verschleißt natürlich, also wir haben Lüfter drin und so weiter und so fort, aber da wir ja sowieso im sehr niedrigen Bereich dann fahren, wird sich der Verschleiß jetzt einfach mal so Pi mal Daumen betrachtet in Grenzen halten. Aber es wäre ein nennenswerter Vorteil. Der zweite Vorteil ist der, wenn beispielsweise wir in den Abendsstunden oder in den abendlichen Bereich kommen und zum Beispiel beide Wechselrichter wollen jetzt getrennt fahren, ja, also ohne Master-Slave-Schaltung, dann würden beide Wechselrichter ausgeschaltet werden, wenn eine Leistung von kleiner 5 kW gefahren wird. Das heißt, wenn die Einspeiseleistung kleiner 5 kW ist, schalten die Wechselrichter bereits ab. Ja, also die haben so eine Minimumleistung, die sie eben fahren müssen, damit das Ganze überhaupt noch irgendwo halbwegs effizient funktioniert. Und wie gesagt, kleiner 5 kW würden beide Wechselrichter abschalten und wir hätten quasi null Einspeisung mehr. In dem Moment, wo jetzt Master Slave ins Spiel kommt, würden ja beide Generatorenteile zusammengeschaltet werden und wir könnten eine wesentlich längere Zeit noch, wobei wesentlich auch wieder relativ ist, vielleicht nochmal eine Viertelstunde länger oder so, könnten also nochmal eine Viertelstunde länger überhaupt Strom produzieren und ins Netz reinschicken. Das wäre die zweite Sache, die man machen könnte oder die interessant wäre, sagen wir mal so. Und auch interessant wäre es vielleicht, wenn man mal so ein Thema Wartung oder Instandhaltung oder ja Service oder Fehlersuche hat, könnte man durch diese Master-Slave-Schaltung, die kann ich ja beliebig ändern, ich kann ja sagen, das ist Master, das ist Slave, ich kann aber genauso gut das umparametrieren und das andersrum gestalten, das funktioniert.
und kann also dann im Prinzip an also die Leistung von dem linken Wechselrichter eben zum Beispiel auf die des oder andersrum die Leistung des rechten Wechselrichters auf den linken legen, kann den ganz entspannt DC-technisch freischalten und kann dort eben zumindest mal noch diverse Arbeiten machen und der andere kann weiter produzieren und übernimmt die Leistung mit, wenn es denn machbar ist, weil der ist ja auch leistungsbegrenzt, sage ich mal, nach oben hin, aber eben so gerade in den Übergangsmonaten, wo wir jetzt eh nicht so viel Sonne haben, dann könnte man zumindest mal das so realisieren. Genau, und damit ergeben sich dann doch schon so ein paar kleine Vorteile der ganzen ja, Konstellation. Und das ist an der Anlage jetzt hier bei diesen Wechselrichtertypen eben nochmal so eine kleine, ja, ich sag mal so ein kleines Future und ziemlich interessant. Ich finde auch die Schütze ziemlich interessant hier mit den dicken Sammelschienen dran. Das sieht schon mal nicht ganz ohne aus. Ich meine, es gibt natürlich noch viel größere und dickere und so weiter, aber ich sag mal so, für diejenigen, die vielleicht eine kleine PV-Anlage auf dem Dach haben, ist das sicherlich schon hier ganz großes Kino, würde ich mal sagen. Ja, das mal dazu, zu dieser Besonderheit. Und so, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Da haben wir wieder mal was Neues dazugelernt, würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Würde mich über ein Abo freuen, über Kommentare und wichtig über ein Like. Jo, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.